Okay. Hoffentlich funktioniert das. Hallo, wo ist der Manuel? Manu? Ja, für... Hä? Manu, hi! Wer bin ich? Manu. Wer bin ich? Okay, hey. Der Klon scheint hier schon wieder ein bisschen ein paar Probleme zu haben. Manu, du musst mir helfen. Knopf! Manu, wir müssen... Knopf an! Manu, hör mir zu. Okay, ins Bett legen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Okay, Manu, oh. Bitte hilf mir. Hey, na? Hi. Wir müssen gegen Tumore kämpfen. Okay. Und ich habe gehört, das ist deine Spezialität, denn du bist ja praktisch fast selber einer, ne? Ja. Deswegen soll ich jetzt eigentlich hingehen und dich töten, oder nicht? Nein, wenn du meine Freunde töten willst. Tu es bitte nicht. Das sind deine Freunde. Nein, die sind echt böse. Komm mal mit, Manu. Ich habe zwar... Wir müssen hier so ein bisschen equippen, ne? Also ich habe eigentlich gar nicht so viel. Ich hätte ein bisschen... Zieh dich mal bitte aus und gib mir mal deine Rüstung kurz. Ich will mir die nur mal im Angucken. Nein! Ich will die nur mal im Angucken. Aua! Der letzte Klon, der hier ankam, hat versucht, Edgar zu töten. Sowas würdest du natürlich niemals tun, ne? Ja, probier das schon, ne? Der ist unsterblich! Manu, jetzt, warte mal, ich brat dir mal ein bisschen Iron, dass du dir zumindest ein Schwert oder so machen kannst. Zack, zack. Weil mehr habe ich auch nicht. Also ich könnte... So, ja, dann fahren doch was, los! Ja, wo denn? Ich weiß nur, da ganz hinten sind ein paar Kälber. Warte mal, dann komm mal mit. Wenn das Eisen da so ein bisschen buddert, werden wir mal ganz kurz zurückgehen. Obwohl wir könnten... Na okay, wir holen uns erstmal die Rinder. Ja, aber das gibt doch kein Leder. Doch. Da, Leder. das ist voll ein Bett. Da vorne sind ein paar Baggerluden. Warte mal, meine Axt ist auf jeden Fall noch ganz gut am Start. Ah ja, guck mal hier. Ein paar kleine smarte Ruckler. Ich spiele heute übrigens gerade ohne Shader, nur kurz zur Info. Die könnte ich eigentlich mal ganz kurz activaten. Ui, Alter, da ist es ja richtig, richtig dunkel hier. Können die Leute wieder nicht sehen. Da haben sie sich ein bisschen... Möchtest du vielleicht eine Axt haben? Oder eine Spitzhacke, mit der du vielleicht ein bisschen mehr Schaden machst? Eine Waffe wäre schon nice. Okay, warte mal. Ich mach mal ganz kurz den Shader wieder aus, denn zur Stimmung trägt er jetzt momentan nicht unbedingt dazu bei hier. Warte. Hey! Ich habe dir eine Blume geschenkt. Ey, Manu, wir haben keine Zeit für Blumen. Wir müssen, okay. Wir müssen die Tumore besiegen. Denn die bedrohen alles, wofür dieser kleine Mann steht. Der gute alte Holzfäller Broktar. Der Broktar. Okay, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Boah, ich muss schon wieder was essen. Warte, nee, rohen Fisch will ich eigentlich nicht. Sondern Apfel. Oh, ich habe noch Cookies. Cookies sind im... Au! Meine Sachen. Wer war das? wer hat dich da gerade angegriffen? Ich weiß es nicht, Manu. Also, es war ein ganz, ganz verrückter Hund. Alter, ich hab ein Wintergift bekommen. Oh nein, vorsichtig, das habe ich schon mal geöffnet. Da kommen teilweise ganz komische Sachen bei raus. Platzier das bloß nicht. Ach, here's your present. Ach, here's your present. Was hast du bekommen? LOL, 18 Eisen. Ach, ernsthaft? Ja. Ey, das ist mega nice. Ja, warte mal, dann müssen wir keine Rinder mehr killen. Hast du noch ein Geschenk? Nee, ich hab diese Geschenke nur einmal. Die sind von einer speziellen Mod. Und die sind halt random. Das letzte Mal kam da so ein ekelhafter Mob raus, den ich sofort umgeklatscht habe. Ja, aber warum habe ich denn gerade direkt zwei bekommen? Ich weiß nicht. Zwei gedroppt. Die droppen einfach random. Hier, schön zur Weihnachtszeit. Ja, Alter, wie oft passiert das denn bitte? Also, weiß das ist ich schon nicht. Krass. Manu, komm, dann lass uns ganz schnell hier die Rüstung craften und dann werden Tumore weggeklatscht. Naja, das sehen wir dann noch, ne? Oh, also, Manu, ich hab mir extra deine Person ausgesucht. Du bist praktisch der Auserwählte. Ja, hä? Du suchst dir einen Freund der Tumore, um die Tumore zu besiegen. Ja. Okay. so läuft das hier in Freedom. Ganz ehrlich. Now we're looking for freedom. Guter Song, ey. Oh, ich hab ja auch einen. Hä, wann hab ich das denn bekommen? Hier ein Wintergift. Oh Gott! Manu! Oh nein, Manu. Er ist direkt versaut. Manu, hier ist irgendwas Ekelhaftes. Okay, er ist tot. Alter, was war das? Hellfire Charge. Hier ist irgendwas Ekelhaftes.
Used to place Hellfire or shoot from a dispenser. Uiuiui, ich hab mir Erfolg gekriegt. Nice. Manu, hast du zufällig auch ein bisschen Eisen noch für mich? Warum? Ich bräuchte auch ein bisschen was. Ich hab richtig viel für dich, warte. Komm mal her. Okay. Und zwar ein Eisenbarren. Dein Ernst? Ja, ich hab alles jetzt für die Rüstung verbraucht. Manu, jetzt hast du sogar eine bessere Rüstung als ich. Aber egal, das ist ja sowieso, wenn der Klon stirbt, dann gibt's sowieso kein Zurück mehr. Ja, Manu, dann bist du auf jeden Fall unsere Kampfmaschine. Ach lol, da hat der nur eine Kette oder was? Ich hab nicht mal eine Hose. Eine Warte mal, dann gib mir wenigstens ein bisschen Leder, damit ich mir eine Lederhose machen kann. Ach, du hast gar keine Hose an, Alter. Nein. Ach, das so baumelt aus? Darum. Nee, ich dachte schon, da baumelt irgendwas rum, aber... nee. Ach, geil, ey. Ja, Manu, ich brauch... Achso, elf Leder. Ich hab's dir schon gegeben. Sorry, hab ich nicht bemerkt. Ah ja, ich merk mir das. Zack, geile Leder. Oh, 3 Gold, ey. Ich hab einen Kebab bekommen. Ein Kebab? Ja, und Lohnruten. Was? Nice. Da ist meine Hose. Okay. Dann lass uns mal die guten alten... Ich geb dir was. Oh, was ist denn? Was ist das? Eine Suppe. Oh, okay. Hab Milky Soup that bolsters resistance. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Kannst du mir mal deine Waffe zeigen, wie viel Schaden die macht? 6 Schaden macht die. Ah lol, meine auch. Okay. Das ist ja völlig verrückt. Ich hab noch ein Breitschwert, das macht 10 Schaden, aber das ist schon ziemlich... Da unten, Manu. Da unten ist ein Tumor. Da unten ist einer. Bah, wie sehen die denn aus? Vorsichtig! Das sind nicht meine Freunde! Gib ihm Manu! Alter, WTF? Wie viel Schaden die machen? Ja, ich sag doch, die sind nicht ohne. Oh nein! Oh nein! Okay, warte, oh nein, Hilfe! Der Manu, du darfst nicht sterben! Ohne Witz! Nein, passiert schon nicht. Ich bin ja der King hier, also ist ja locker easy. Oh. Lol, Hälfte Leben. Ich hab nur noch 5 Herzen. Warte, ich muss mal ganz kurz... Kebab. Ich muss nur ganz kurz einen Cookie essen. Kebab kann ich über meinen Hunger essen? Echt? Warum das denn? Ja. Warte mal, ich nehme mal die Pale Soup. Yo, ich habe Resistance 3. Und ich habe Eile 3. Lol. Was? Ach, deswegen kann ich den essen. Eile 3, damit kann man schnell abbauen. Oh. Okay, dann nehme ich auch mal eine Pale Soup. Oh Gott. Das ist ja okay, richtig okay, gut. Warte mal, mit Resistance sollten wir das schaffen. Komm, Andu, du musst ihn zerstören. Ui, oh lol. Hä? Okay, ich habe ihn. Ah, nice. Haben die eigentlich irgendwas gedroppt? Auch immer? Ah, ja, ja. Ach, here's your present. 4 Dias. Nice. Oh, geil, ey. Alter. Ich hab richtig das Glück. Das ist nicht schlecht. Oh, ich craft wieder mal ein Diaschwert, ne? Kann ich auch eins haben? Ja, kannst du haben. Danke. Guck mal, komm, wenn ich da kriegst du ja alles, ne? Ja, das ist auf jeden Fall nice. Diaschwert? Weil ich hatte momentan echt Probleme. Weil wenn wir uns das nochmal ganz kurz hier angucken. Der Backpack. Ja, kannst du das noch haben? Später vielleicht? Ja, warum nicht? Ah, guck mal, was da auch drin war. Nice. Wenn du das isst, dann wirst du schneller. Oh, a spicy cake full of sugar applies a speed boost. Ja, aber Zucker ist ungesund. Ist doch egal. Ich hab ja auch so einen Hellfire Charge. Warte mal. Oh. Lass mich das mal. Ich probier das mal ganz kurz an dem Baum. Hey, probierst du an einem Gegner? Oder an mir? nee, warte probier's mal. An mir, ich hab komm. Ja 2 davon. Achso. Ich probier's mal ganz kurz. Da passiert nichts. Hä? Da steht auch, use to place Hellfire or shoot from a dispenser. Ja, aber ach so. Hier auf dem Boden wahrscheinlich. Vorsicht. Ah, lol. Hä? Das ist ja richtig sinnlos. Also ich ja, weiß nee, nicht, wenn du den damit triffst, dann vielleicht ist er direkt tot. Willst du mal mir ausprobieren? Nee, kannst du einfach nochmal klonen. Nee, Mann, das Problem ist, ich hab nicht mehr DNA von dir. Ups. Oh. Ja, warte mal. Hast du dir den Arm gerade ausgerissen? Jetzt, ja. Okay. Sieht aber aus wie weiße Wolle. Okay, das ist gut. Saubere DNA. Also falls du mir nochmal jemanden brauchst, ne, du hast die weiße Wolle, die ein bisschen stinkt vielleicht, aber... Nein, die... Ist ja nicht so wild. Die stinkt nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen was... Okay, ein Iron. Wieso habe ich hier Dirt drin? Blaze Rods. Sag ich nicht. Hier einen muss es hier noch irgendwo geben, den wir so ein bisschen aus den Latschen knallen müssen. Haben wir den übersehen? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist eine Blume. Nice. Den tue ich noch keinen. Ich auch nicht. Oh Gott! Ich höre ihn. Oh Gott!
Hallo, oh Gott, Warnung, Mann. Okay. Ich seh's. Den rette ich. Gib ihm sauber, Alter, mit den Dias. Kein Geschenk, ach Mann. Oh. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Ich schenke Blumen. Gib mir Blumen, bitte. Hier. Okay. Warte mal, ich weiß nicht mehr, ob er vier. Manu? Ja. Siehst du, was ich sehe? Oh. Hä? Siehst du das? Ja, sieht aber. LOL! Ach so! Das ist der Megatumor! Ja, genau, der sieht dann so aus wie ich. Ach, nettes Kompliment, ey. Der allem, Megatumor. Der sah jetzt so von hinten aus wie so ein brauner Tumor und ich dachte erst, hey, okay. Tumor zu töten? Nee, vielleicht ist. Wo platzt da mein Kopf, wenn ich den Kopf da hinten zerstöre? Ich weiß es nicht. Also, ihr habt gewisse Ähnlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen, also, ne? Ein bisschen längere Haare habe ich vielleicht noch, aber. Ja, aber ansonsten ist das schon wirklich. Also, ich meine, der Megatumor, da müssen wir gut im Team zusammenarbeiten, Manu. Ja, was willst du machen? Wie willst du. Was ist denn dahinter? Dahinter ist ein Schaf! Oh, die haben sich verbündet! Glaubst du, die spielen auch im Team. Alter Schwede, der hat sich Kollegen geholt, ey. Ja. Krasser Typ. Ja, gut, also ich könnte natürlich erstmal probieren, mit ein paar Pfeilen ihn anzuhauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie seine Range so ist. Nein! Was denn? Nicht durchdrehen, Manu, wir hatten das Thema schon. Alter Schwede, ich hoffe, du fällst mir nicht in den Rücken, Manu. Zack, Alter. Okay, wir können loslegen. Wow, er schießt. Oh, hey. Leute. Nein, Alter. Ich bin halb tot. Oh, oh Gott. Wie viel Schaden macht er denn? Okay, warte, dann ich probiere ein bisschen mehr. Ich bin mal ganz kurz hinten. Okay. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen zu kiten. Ich gehe ein bisschen um die. Ja, ja. Oh. Ich bin. Lol, ich hab. Alter, der Kuchen, der macht dich so schnell. Okay, warte, dann esse ich auch mal einen Kuchen. Oh! Alter, halb tot. Manu, ich hab mich gerade hochgesprengt. Okay, warte, ich versuche ihn weiter mit Pfeilen. Ich komme jetzt hin. Ja, ich gebe ihm eine ordentliche Combo. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter zurück. Ja, ich muss auch ringen. Er ist down! Was? Ja, ich habe ihn noch mit dem Pfeil getroffen. Nein! Alter. Nein! Manu, nicht trauern. Alter, 5, Speed 3. Der Kuchen hat uns ein bisschen in den Arsch gerettet. Ey. Ja. Warte, hier ist er gestorben. Da. Oh. Ruhe in Frieden. Ach, du kleiner Tumor. Pass mal auf. Was machst du? Übrigens, kurze Randnotiz. Ich konnte momentan leider keinen Shader aktivieren, weil aufgrund dieses schönen Panorama. Was? Satan Claus is coming to kill. Was war das denn gerade? Alter! Warst du das? Nein! Ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur Schild hingehangen. Hier ruht der Riesenkopf von Manuel. Oh Mann, ey. Hä? Das klingt richtig bedrohlich, als würde jetzt gleich irgendwer angreifen. Ich hoffe mal nicht. Es wird aber auch Nacht. Wir sollten so langsam gucken, dass wir wieder nach Hause gehen zu Broktar. Damit wir ihm erzählen können, Broktar, dass wir hier alle Tumore im näheren Umkreis getötet haben. Denn ich sehe hier eigentlich keinen mehr. Also ich meine, die sind alle, wurden alle von uns beiden zerstört. Ja. Von dem guten alten Team Kürbistumor. Oh, hey Pferdies. Hallo. Wie geht's euch? Santa Claus was? Is over. Was geht hier ab? Keine Ahnung. Ich weiß beim besten Willen nicht, was hier gerade Phase ist. Hallo, guten Tag, Broktar. Ich würde gerne mit dir reden. Und, konntest du die Tumore zerstören? Sie wurden alle vernichtet. Wunderbar, dann ist nun hier die komplette entschlüsselte Nachricht. Seid gegrüßt, Obermizzet Mango. Uns haben Berichte erreicht, dass ein Typ und ein Schwein die Küste von Timbal erreicht haben. Sie müssen unverzüglich aufgehalten werden. Allerdings unterschätzen sie diese beiden Kreaturen nicht. Sie haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie wissen, wie man kämpft. Wir würden ihnen ja gerne Verstärkung schicken, allerdings sind wir momentan mit der Verteidigung unseres Schlosses beschäftigt. Zudem macht uns der Widerstand im Osten einige Probleme, aber diese Aufgabe haben wir hoffentlich bald gelöst.
Mit freundlichen Grüßen, Schmetger, oberster Kommandant von König Xaroth. Ja, Manu, übrigens kurz auch für dich die Aufklärung. König Xaroth hat Freedom unter seine Kontrolle gebracht, den rechtmäßigen König verschleppt und ja, hier alles ziemlich auf den Kopf gestellt. Das frage ich aber ihn. Warum? Ja, weil er scheinbar ein ziemlich großes, auf gut Deutsch gesagt, Arschloch ist. Ich frage mal ganz kurz nach dem Widerstand. Eine Gruppierung von Leuten, die den bösen König Xaroth stürzen wollen. Allerdings sollen nicht mehr viele von ihnen übrig sein. Okay, kannst du mir sagen, wo sich genau der Widerstand befindet? Ja, Manu, wir könnten den Widerstand auch joinen. Im Kampf gegen den bösen König, ey. Das wäre auf jeden Fall. Ich will aber nicht kämpfen. Ist mir doch egal, dann sollen die alle sterben. Ich brenne gleich alles ab. Nein, Manu, nicht. Ich fange bei den Fenstern an. Okay, brenn die Fenster nieder. Ist ja nicht so, als wären die... Kannst du ein bisschen... Ich hab sie gerade zerschlagen. Ich mache jetzt hier gerade sein Haus kaputt. Ich frag mal ganz kurz, Brocktar, wo denn sich der Widerstand befindet. Okay, er sagt, na klar, laufe einfach den Weg entlang. Ich bin so intelligent. Laufe einfach den Weg entlang nach Osten. Du kannst das Dorf nicht verfehlen. Vielen Dank. Ach, ich habe da noch etwas für dich. Zwei meiner schnellsten Pferde. Sie befinden sich neben dem Sägewerk. Ja, die haben wir doch eben schon gesehen, die kleinen Ponys. Ach so, ja. Was machst du hier wieder? Hier ist erstmal ein Fisch. Warte mal, wir haben hier in die Kisten... Klar, ich hab da was hingeschrieben. Was hast du denn? Viel Spaß mit dem Durchzug. Ja, ich habe alle Fenster zerstört. Oh Mann, ey. Ja, aber du weißt ja, wir wissen ja nicht, ob vielleicht Sommer ist. Vielleicht ist es auch ganz cool. Ach so. Vielleicht sagt der Brocktar, ja, danke, Feature. Alter. Ja, genau. So, klar. Edgar. Danke, dass du meine Fenster zerstört hast. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass sie hier... Irgendwie so Leute haben, die ja Fenster machen können. Gab es Fenster im Mittelalter? Keine Ahnung. Okay, dann lass uns mal hier schön was holen. Die beiden Ponys, die hat er uns ja uns zugesichert. Hey, die hätten wir ja gerade schon klauen können, na toll. Ja, aber wir sind ja keine Diebe. Warte, hier. Ah. Zack, zack. Edgar, ich hoffe, du kannst mit uns mithalten. Natürlich. Er ist Speedy, warte mal. Ist das Speedy Gonzales? Ja, er portet sich. Alter, der hat Moves drauf. Er ist ja nicht umsonst der Heilige. Oh, hier ist ein kleines Häuschen. Ach man, das ist aber schön hier. Warte mal, ich glaube nicht, dass da... Ich guck mal ganz kurz rein. Ah, warte mal, ich hab eine Idee. Ich weiß, wie man das Geheimnis des Hauses löst. Nicht, indem man die Fenster kaputt macht. Nein. Die Phase habe ich hinter mich gebracht. Okay. Hier. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Manu, wir sind hier nicht bei Zelda bzw. Ocarina of Time. Da kannst du vielleicht sowas machen. Und so ein paar Blümchen. Mit meinem Pferd. Ach, da hinten. Hä? Das hat ja gar keinen Bock auf mich. Ja, warum Alter. Wohl? Das hat die Gespräche eben mitbekommen. Warte mal hier. Kurz mal eben. Einmal reintreten. So. Dann geht's. Genau. Erstmal schön dem einen Pferd so ein bisschen... Alter, Edgar gehen, ist echt ein... Der ist ja, nicht umsonst der Heilige, kann ey. Ich den nicht reiten? Kannst du den bitte mal Ich hab leider keinen Sattel. Tut mir leid. Okay. Außerdem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Edgar so der Fan davon ist, wenn man auf ihm reitet. Ich meine, bei Minecraft Leben sind ein paar Leute auf ihm geritten. Oh, guck mal hier! Oh, neuer Edgar! Hi! Edgar, komm, du hast Nein, nicht! Ich wollte gerade sagen, nicht Manu, alles... Nein, Manuel! Ah, das war ein Schmetterianer. Das passiert auch später mit dir! Was passiert doch mit dir? Nein, Leute, Manu meint das nicht ernst. Alter, wo ist mein Pferd? LOL, guck mal. Was ist denn? Hä, wie krass, Alter. Das ist immer... Das rennt panisch wieder nach Hause. Okay, komm. Lass uns, ist krank. Lass uns den Widerstand suchen. Ich tritt ihm aber nicht bei, ne? Also ich mach das nicht. Manu. Nee. Hilf mir bitte. Nee. Okay, hier ist eine smarte Mauer. Hä? Auf jeden Fall. Sieht ganz schön hier aus. Wow. Ja. Ja, und da stehen auf jeden Fall zwei Leute von Xaroth. Alter, ich join dem. Wenn ich so eine fette Rüstung krieg. Dann kriegst du auch so leuchtende Augen, glaube ich. Ja, bitte. Aber ich glaube nicht, dass wir denen... helfen sollten. Manu, komm mit. Wir müssen hier weiter Richtung Osten. Ich bin weg.
Ach, da bist du. Komm. Ja, hey. Den, 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 den Bonanza. Die nichts machen, Alter, sind die dumm. Ha. Die greifen uns. Warte mal, haben die eigentlich... Können wir nicht hier einfach... An der Seite? Da hinten sind Kürbisse. Ah. Ich guck mal ganz kurz ein bisschen. Da sind deine Geschwister. Ja, okay, da sind aber überall Wachen. Komm mit. Oh. Die lassen wir lieber in Ruhe. Also ich möchte echt nicht gegen so eine Armada von Leuten kämpfen. Ich meine, der Megatumor, der war schon ziemlich mega. Der hat uns fast aus den Latschen gehauen. Naja, also knapp war es nicht. Hälfte Leben war easy. Okay, und dann lässt du jetzt einfach deine Familie da hinten zurück, oder was? Ja. Oh, Knöpfe, noch ein Rätsel! es ist kein Rätsel, Manu. Oder sind auf jeden Fall noch ein paar schöne Sachen drin, aber komm, wir müssen jetzt unbedingt weiter. Warte. Die Sachen können wir später noch looten. Da. Hausfriedensbruch begangen. Erstmal eine Scheibe eingeschlagen. Gut, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob dich hier irgendjemand verklagen wird. Ach. Gab's hier Anwälte? Ich denke nicht. Wer weiß, ob hier vielleicht... Kidos war ja mal Anwalt, oder? Ja. Der ich auch. Dich. Du warst auch Anwalt? Ja, ich war der erste Anwalt. Oh, du... Okay. Nee, ich war nur... Alter, da vorne ist ein Schiff. Und hier ist ein Haus. Hä? Hier ist das... Lol. Hier ist, glaube ich, das Dorf. Warte mal. Ach, der Edgar. Der ist so schnell. Der ist echt ziemlich schnell. Okay, wir sind da. Hier muss ich irgendwo... Warte mal, ich steig mal kurz ab. Zack. Oh nein, warte mal, kann also ich werde meinen Teil erstmal anbinden, Alter. Das rennt direkt wieder... Ja, ja, eben. Direkt wieder weg. Alter, was habe ich für ein Pferd bekommen? Aber hier ist irgendwie niemand. Warte mal, ich... Hallo? Edgar, hast du hier irgendjemanden gesehen? Oh, hier, komm mal her, hier kann man kacken. Komm, lass zusammen. Das ist immer das, okay. Halt meine Hand. Ja, warte. Manu, aber ich kann. Halt meine Hand. Okay. Meine Hand. Oh, ja. Ich lass dich mal in Ruhe. Nee, ich lass auf, damit der Geruch erstmal. Damit der Geruch. Dieter? Du gehörst zum Widerstand? Mir sind Nachrichten zu Ohren gekommen, dass so einer Schlawiner, nicht unbedingt du, aber dass der Widerstand sich hier befindet. Und von wem genau? Ja, ich hab so meine Quellen. Wo sind deine Gefolgschaften? Viel ist vom Widerstand nicht mehr übrig. Die letzten Attacken von Xarots Banditen hat viele Mitglieder in den Tod gerissen. Abgesehen von mir und einigen Spionen sind alle anderen losgesegelt, um weitere Vorräte und Rohstoffe zu besorgen. Weißt du etwas über Schmetgar und Claudia? Ja, das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe. Wir müssen nämlich Claudia noch befreien. In der Tat, Schmetgar befindet sich zusammen mit Claudia im Schloss vom bösen König Xaroth. Ihr soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Allerdings gibt es momentan keine Möglichkeit, auch nur in die Nähe dieses Schlosses zu kommen. Xaroth hat vor ein paar Tagen alles komplett abriegeln lassen. Seine gesamten Truppen bewachen das Gebiet. Um Claudia würde ich mir momentan keine Sorgen machen. Solange unsere Spione auf ihren Posten sind, kann Schmetgar sie nicht unbemerkt aus dem Schloss schleusen. Viel wichtiger ist der Aufbau und die Sicherung unseres Dorfes. Nur wenn der Widerstand weiterlebt und wieder wächst, haben wir eine Chance, in die Stadt zu kommen. Hilfst du uns dabei, Paluten? Na klar! Die Frage ist natürlich nur, was sollen wir machen? Wir müssen dieses Dorf gegen weitere Angriffe schützen. Uns fehlen Schutzmauern, Wachtürme, halt alles, damit wir uns besser verteidigen können. Sobald unsere Männer wieder da sind, sollten auch weitere Rohstoffe verfügbar sein. Aber momentan müssen wir uns damit zufrieden geben, was der Wald uns bietet. Ganz ehrlich, das sollten wir doch hinbekommen. Und meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Mit dabei ist natürlich immer noch der kleine Sweetie GEP. Hi! Hast du gehört? Du hast mich die ganze Zeit ignoriert, ich stand hinter dir. Ja, ich hab das gesehen. Du bist so, das eine oder andere Mal bist du hier so ein bisschen von der Side of Life gekommen. Und hast du mitbekommen, was sie da gesagt hat? Wir müssen das Dorf sichern, Manu. Das mache ich aber nicht. Ich will das nicht. Alter Schwede, hast du mir einen kleinen Hit gegeben. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Und nur kurz zur Info, ich konnte meinen PC wieder ein wenig auf Vordermann bringen. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch einen wunderbaren Shader mal wieder am Stissel. Manu, wir müssen jetzt hier so ein bisschen für Schutzmauern etc. sorgen. Oh, Alter, da hast du schon direkt... Noch? Ja, mach ich baue ja schon ein paar Bäume ab. Hast du eine Axt?
Nee, ich bräuchte dafür eigentlich Stein, aber woher bekomme ich jetzt Stein? Ich grab mich mal ganz kurz ein bisschen runter. Ja, genau. Ich werde hier... Ich hatte doch irgendwo eigentlich noch Sticks. Wo sind die denn hin? Egal, ich mache mir jetzt erstmal hier... Ich habe auch noch ein bisschen Holz und Sticks und so. Zack. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Ein Schatz? Ja! Und was ist der Schatz? Alter, das glaubst du mir nicht. Guck's dir an. Wo bist du denn? Nur wie krass. Hier, in dem Loch. Was ist denn der Schatz? Alter, nice. Oh, wow. Willst du mich verarschen? Ah, schnell weg. Boah, mit dem Diaschwert einfach. Ich hab dich ein bisschen mit der Holzaxt hier bearbeitet. Ja, da, du hast doch ein Diaschwert ins Gesicht bekommen. Diamantschwertschläge können uns natürlich nichts anhaben. Hey Leute, Pedizzle ist mal wieder mit der Facecam am Start, denn heute möchte ich euch etwas vorstellen. Nämlich wird es zukünftig bei Minecraft Freedom ein PvP-Event geben und, was ganz, ganz wichtig ist für dich zum Beispiel, der das Video gerade guckt, Zuschauer werden zukünftig die Möglichkeit haben, bei Minecraft Freedom dabei zu sein. Aber lasst mich dieses Konzept bzw. mal dieses PvP-Event ein wenig erklären. General Dieter hat ja gerade schon gesagt, dass das Dorf von König Xaroths Armee überfallen wurde, und das müssen wir zukünftig verhindern. Wir müssen verhindern, dass der Widerstand weiter geschwächt wird. Ich werde mal ganz kurz jetzt hier eine Grafik einblenden. Da seht ihr das Dorf von oben, wo wir uns gerade befinden. Und wir müssen jetzt zukünftig, was wir jetzt auch gerade schon im Hintergrund eben machen, das Dorf mit Mauern versehen, ein paar Wachtürme bauen, halt all solche Sachen. Und immer am Mittwoch wird es dann den Angriff von Xaroths Armee geben. Die werden eben versuchen, sämtliche Leute, die sich in diesem Dorf befinden, zu töten. Und damit das Ganze natürlich auch eine gewisse Spannung bekommt, wird es so sein, dass das Dorf hat insgesamt, also wir, der Widerstand hat 3 Leben. Sollten die Banditen es schaffen, 3-mal dieses Dorf einzunehmen, dann ist das Spiel vorbei. Das machen sie, indem sie eben alle Leute in diesem Dorf töten, inklusive uns. Denn wir haben auch natürlich nur ein Leben. Wenn die uns wegschnetzeln, dann sind wir für dieses PvP-Event halt draußen. Und sollten wir es schaffen, den Angriff abzuwehren, dann verliert König Xaroth eines seiner 6 Leben. Sollten wir es schaffen, alle 6 Leben wegzusnacken von König Xaroth, ist das Schloss, was momentan noch sehr, sehr gut gesichert ist, halt, leicht einzunehmen. Und dann werden wir eben versuchen, Claudia zu befreien, etc. Noch kurz zur Info, natürlich wird es weiterhin Roleplay geben. Der einzige Unterschied ist halt, dass wir eben auch uns um das Dorf kümmern, beziehungsweise eben dieses wöchentliche PvP-Event haben. Also keine Sorge, die Story rund um Edgar, rund um Professor Ente, den wir ja auch noch verzweifelt suchen, oder um Dieter, das Ganze wird natürlich weitergehen. Das Konzept ist meiner Meinung nach sehr, sehr leicht zu verstehen. Sollten noch Fragen sein, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Versucht euch auch vielleicht gegenseitig ein wenig zu helfen, aber grundsätzlich kann man einfach sagen, einmal in der Woche, immer am Mittwoch, gibt es ein PvP-Event, das Dorf wird belagert, wir müssen es verteidigen. Natürlich wird es dann noch gewisse Sachen geben, zum Beispiel werden wir dann unter der Woche, einmal in der Woche einen Livestream haben, wo wir natürlich das Dorf auch weiter ausbauen, wir werden in den Folgen bauen, aber wir werden natürlich auch von Zeit zu Zeit mal gewisse Aufgaben bekommen, dass wir eben, ja, coole Sachen bekommen, die uns das Verteidigen dieses Dorfes leichter machen. Sei es neue Waffen, gewisse Gadgets, also Sachen, die einfach das Verteidigen dieses Dorfes leichter machen. Das ist eigentlich schon das ganze Konzept, wie die Zuschauer letztlich ausgelost werden. Ich denke, ich werde es einfach so machen, dass ich unten in den Kommentaren, wenn mir irgendjemand super positiv auffällt, der immer dabei ist, dann werde ich sagen, hey, hast du Lust, dann und dann bei dem Event dabei zu sein? Oder bei den Livestreams von Minecraft Freedom werde ich dann auch eben Leute auslosen, dass sie eben dabei sind. Und ich hoffe einfach, dass es wirklich für alle, für jeden leicht verständlich war. Und es ist ja auch wirklich nicht kompliziert. Ich finde das Konzept richtig geil, dass Zuschauer dabei sein können, dass natürlich auch der ein oder andere YouTuber, wir haben natürlich auch immer noch die Klonmaschine, die wir vielleicht mal holen sollten, und auch noch ein paar DNA-Stränge. Da werden wir vielleicht in Zukunft auch noch weitere YouTuber DNAs finden, damit wir auch eine schöne Armee dann am Start haben. Leute, jetzt geht's weiter ganz normal mit dem Video. Wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich die auf jeden Fall beantworten. Aber wie ich mich jetzt schon so ein bisschen wiederholt habe, grundlegend einmal in der Woche. Das erste Event wird übrigens am 30.12. stattfinden, weil es braucht natürlich noch ein bisschen Vorbereitungszeit etc. Und dann 30.12. das erste PvP-Event, der Widerstand gegen König Xaroths Armee.
Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Video. Ja. Ich schenke dir alles. Dankeschön. Oh, Alter, du hast ja schon ordentlich. Ah, ja, warte mal. Ich hab. Ja. Ich in meinem Rucksack. Zack. Hä? Ach, die habe ich bestimmt schon weggetan. Komm mal kurz mit. Was denn? Ich habe nämlich noch eine Diaspitzhacke gehabt. Die habe ich. Ich habe eine Diaspitzhacke. Ach, die hast du dir schön gecraftet? Nee, die hast du mir gegeben. Ach so. Und was das? Ah, stimmt, zum Kämpfen. Ah, ja. Da war ja was. Warte, dann nehmen wir hier mal ein bisschen Cobblestone. Ich kann mir auch ganz kurz. Wie gibt der mir das einfach, Alter? Ich habe das schon wieder komplett vergessen. Habe ich komplett ausgeblendet. So kennt man dich. So, hier mal die Workbench. Zack. Könnte auch mal. Bup. Natürlich jetzt hier nichts mehr am Stissel, aber egal. Warte mal, ziehen wir hier mal so ein bisschen die Mauer hoch. Die muss dann ja so ein bisschen abschließen. Wir werden die natürlich auch noch ein bisschen schicker machen. Und dann wird das hier, wie gesagt, auch. Weil es hatten sich auch einige gewünscht, dass mal ein bisschen auch gebaut wird. Und das lässt sich halt einfach sehr, sehr gut alles verbinden. Und vielleicht mache ich das nächste Mal, wenn wir auch nochmal irgendwann eine Baufolge haben, dann mal die Facecam, weil dann ist es halt großartig Roleplay bzw. die Story vorantreiben, wenn wir in diesen Baufolgen halt nicht. Und einige meinten auch so, oh, Facecam auf jeden Fall. Andere konnten das schon verstehen, dass sie dann das ein oder andere Mal nicht. Facecam? Facecam? magst du Facecam? Nee. Also ich guck das total gerne, aber. Naja, ne, ich mach's ja nicht. Echt nicht? Das ist ja völlig verrückt. Ein Skandal, ne? Das ist wirklich ein kleines Skandelchen. Und dann können wir ja vielleicht auch noch so eine kleine Schlucht machen, wo dann vielleicht die Gegner auch ein paar Probleme haben, dass sie da praktisch nur einen Angriffspunkt haben. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wie wir am besten hier alles sichern. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das alles hier gedeichselt bekommen. Ja, und so Lavabecken, ne? Dass die dann da einfach reinplumpsen und sterben, Alter. Du bist echt ein Monster. Die wollen uns töten, Manu. Ja, ist mir doch egal. Ich bin nur ein Klon. Das stimmt. Mein Leben hat keinen Wert. Nein, Manu. Du bist ein wichtiger Teil. Ohne dich hätte ich hier niemals die ganzen Abenteuer bestreiten können. Ach, genau. Toll, jetzt habe ich hier selber keine Spitzhacke. Minecraften. Ja. Ich kann immer wieder richtig viel Stein bringen. Oh, das wäre echt ziemlich nice. Hast du schon den Stein aufgebraucht? Nee, nicht mal ansatzweise. Ah ja. Ich versuche mir gerade ein bisschen was zu verzieren. Zack, was wir hier. Ey, dass die manchmal einfach falsch rum. Ecke, was? Warte mal, Ecke, du kann ja nicht wahr sein, du alter Schlawiner. Du bist völlig aufgekratzt, oh, ne? Ich habe Wasser gefunden. Hört sich ganz gut an. Ein Traum wird wahr, Alter, endlich! Du glaubst es nicht, hier ist Wasser! doch, ich glaub's dir, Manu! Ohne Witz! Zack. Okay, die haben jetzt tatsächlich. Ich bin so stolz auf mich. Ich auch! Das ist wirklich der absolute Wahnsinn! Zack, zack. Und, so, warte mal, dann müssen wir mal gucken. Dass wir hier auf jeden Fall ordentlich weiter munchen. Weiter! Sage ich, knackig, hier ein bisschen was hochziehen. Oh yeah. So ist das geil. So ist das geil. Ich würde das aber eigentlich alles gerne. Nee, warte mal, das muss auf jeden Fall hier noch anders gemacht werden. Sage ich, knackig. Ich sehe deinen Namen, ich sehe dich. Das ist schön. Oh, das ist. So ist das geil. Wo bist du? Manu? Och man, ich bin hier unten in der Höhle und ich habe das Gefühl, das Abbauen wird immer langsamer und langsamer. Immer langsamer? Ja, meine Arme sind schwach. Deine Arme sind schwach. Alter Schwede. Ich habe aber auch so langsam echt Kohldampf. Allerdings nicht in-game, sondern im Real Life. Also das ist echt. Aber ich kann dir im sogenannten. Ja. Nochmal eben etwas Geiles geben. Pass mal auf. Okay. Gib's mir, Manu. Ja, da bist du, hey! Hier, nimm mal die Steine. Gib mir Steine. Und ich habe dir gerade noch eine Suppe und einen Kuchen gemacht. Oh, was sind... Geil. Ja, geil, ne? Pelzsoup, ey. Und ein Amber Cake, damit ich wieder einen ordentlichen Speedy Gonzales machen kann. So, hast du einen Speedy Gonzales? Ja, Speedy Gonzales. Geh mal eben auf Toilette. Okay, gönn dir. Ich
Mach hier das auch. Ist, obwohl ich gerade erst war, irgendwie, ist mir immer noch schlecht. Glaub, wahrscheinlich von der Suppe. Vielleicht ey. Der Kuchen. Ja, eben. Oder der Kuchen. Zack, hier ziehen wir das mal weiter rum. Weil dann kann das hier perfekt mit dem Objekt abschließen. Und dann läuft das auf jeden Fall. Bluten? Was ist los? Manu? Manu? Alles gut? Willst du mich trollen? Manu, wo bist du? Manu, was ist los? Komm mit, Manu. Komm mit. Oh, Mann. Leg dich am besten hin oder so. Das will denn nicht. Hoffentlich ist es der Kuchen. Hoffentlich ist soll, es nicht. Soll ich mich hier... Ich... Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Looten. Manu. Schlecht. Ach Mensch, ey. Ah! Manu! Nachdem Revi, wie wir alle wissen, verrückt geworden ist und versucht hat, Edgar anzugreifen, da mussten wir ihn natürlich töten. Allerdings gibt es bei Manu ein ganz anderes Problem. Er ist zwar nicht verrückt geworden, aber scheinbar ist sein Gehirn einfach nur Matsch. Denn wenn man versucht, mit ihm zu reden, kommt leider nur das dabei heraus. Scheinbar ist sein Gehirn Matsch. Und das ist ziemlich, ziemlich schade, denn er war natürlich ein treuer Freund hier im Kampf gegen die Tumore. Wir sind mit ihm hier in unser neues Leben geritten bei unserem Dorf, wo wir jetzt den Widerstand wieder aufbauen müssen. Ich habe mal die ganzen Items von Manu hier in eine Kiste getan. Von denen werden wir uns auch mal ein paar Sachen nehmen. Denn der Typ war friggin' gut ausgerüstet. Der hatte besseren Kram als wir. Hier schön die Iron-Sachen, die gönnen wir uns ebenfalls. Und werden nochmal so ein paar Sachen hier in die Kiste legen. Denn die Saplings etc. brauchen wir nicht. Ja, Leute, gestern wurde ja angekündigt, dass es zukünftig ein paar PvP-Events geben wird. Und eine Sache, die ich in einem anderen Video auch schon angesprochen habe, es gab ein paar Verwirrungen. Und zwar werden die Leute, die zum Projekt eingeladen werden, die dann eben eine Folge beim PvP-Event dabei sind, die kämpfen für die Armee von Xaroth. Anders vom Konzept her ist es leider nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine coole Gelegenheit und ich kenne das auch aus kaum einem anderen Projekt, eigentlich aus keinem anderen Projekt, dass man praktisch dann gegen seine, gegen ein paar YouTuber so in einem Projekt kämpfen kann und sich vielleicht ein bisschen beweisen kann, wie auch immer. Nur gut, wir müssen jetzt erstmal gucken, gibt es irgendwas Neues bei Edgar? Scheinbar nicht. Dida, bei dir? Oh, hey Palle, die lang erwartete Lieferung ist gerade an der Küste angekommen. Könntest du bitte die Ladung ins Dorf bringen? Natürlich, das mache ich sehr, sehr gerne und ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass der gute alte Kapitän, dass es mit dem so ein paar Probleme gibt. Aber jetzt schauen wir hier erstmal, ach Mensch, ich weiß zwar nicht, welches von euch beiden, aber eins von euch gehört auf jeden Fall Manuel. Da vorne sehen wir, also GLP, da vorne sehen wir schon die Anfänge unserer Mauer. Die werden wir heute auch weiterbauen, denn heute gibt es einen Minecraft-Livestream, heute am Samstag. Und ja, der wird von circa 20 bis 22 Uhr stattfinden. Falls ihr Bock habt, dabei zu sein, der Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und dann von 20 bis 22 Uhr dabei sein. Und hier, Kapitän Schmierhose, was bist du denn für ein verrückter Typ? Du hast aber einen fashion Ohrring da am Start. Und es gibt nur zwei Leute vom Widerstand. Was geht ab? Alter, krass. Karotten, Potatoes, Pumpkin Seeds, Melon Seeds. Ey, da können wir uns auf jeden Fall im Dorf einen richtig, richtig coolen Garten anlegen, mit dem wir dann auf jeden Fall keine Essensprobleme mehr haben. Ich meine, wir hatten ja schon irgendwie so ein paar Äpfel und auch Potatoes etc. Aber hier die beiden Seeds und vor allen Dingen die heiligen Karotten sind natürlich nice. Wir könnten mal hier mit dem guten alten Typen quatschen. Kapitän Schmierhose. Ahoi, Paluten. Mein Name ist Kapitän Schmierhose. Kann ich etwas für dich tun? Wir brauchen dich und dein Schiff für weitere Transporte. Sehr gerne doch. Das kostet dich allerdings 30 Diamanten? Kollege, so viel haben wir nicht. Das ist natürlich schlecht. Aber Kapitän Schmierhose ist kein schlechter Mensch. Du scheinst auch in dritter Person von dir zu reden. Ist auf jeden Fall sympathisch, denn ich sage ja auch manchmal so ein bisschen oder rede von mir auch selber in der dritten Person. Wenn du mir
den ein oder anderen Gefallen tust, dann helfe ich dir und dem Widerstand. Von was für einem Gefallen sprichst du? Was soll ich tun? Vor einigen Wochen wurde mein Schiff von Piraten überfallen. Sie haben das komplette Schiff geplündert. Um mein Frachtgut geht es mir aber nicht. Diese Penner haben den Lieblingsknochen meines verstorbenen Hundes geklaut. Was sind das denn für Assis? Es mag vielleicht komisch klingen, aber dieser Knochen ist für mich eine wertvolle Erinnerung. Kannst du das verstehen, Paluten? Natürlich! Ganz ehrlich. Also, wenn irgendjemand mir sowas klauen würde, wenn so das einzige Erinnerungsstück von meinem verstorbenen Hund, das würde mich auch auf jeden Fall komplett fertig machen. Das verstehe ich vollkommen. Wo befinden sich diese Piraten? Ihr Schiff ankert momentan einige Kilometer vor der Küste. Von hier aus immer Richtung Norden. Du kannst es kaum verfehlen. Heißt das, du hilfst mir? Ey, ganz ehrlich, natürlich helfen wir dir. Denn so sparen wir uns einerseits die 30 Diamanten und andererseits finde ich das vollkommen in Ordnung, ihm da zu helfen. Aber vorher muss ich noch das Schiff entladen. Ja, das werden wir jetzt erstmal tun. Danke, Paluten, vielen Dank. Die Piraten ankern dort für gewöhnlich 4 bis 5 Tage. Es bleibt also noch Zeit. Okidoki, Captain Schmierhose, wir holen den Lieblingsknochen von deinem verstorbenen Hund. Auf jeden Fall. Und wir werden jetzt mal ein bisschen... Haben wir überhaupt genügend Platz? Hoffentlich. Was haben wir eigentlich alles drin? Die Potatoes? Was haben wir hier? Alter, ist ganz nice. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir ab... Alter, 4 Schwerter. Und noch Clay, Coal. Ey, ich habe gar keinen Platz mehr. Doch, ich warte mal, mein Backpack. Wir müssen den mal kurz rauskramen hier. Packen wir vielleicht einfach mal den Cobblestone rein. Dann gönnen wir uns... Alter, da sind schon ein paar nette Sachen dabei. Kann ich das direkt in den... Nee, in den Rucksack... Ey, warte mal, komm, hier, zack. Direkt das ganze Holz. Ey, da können wir unsere Mauern auf jeden Fall ordentlich verstärken, um dann eben am 30.12. hier bestehen zu können. Nochmal ein bisschen Cobblestone, Iron Bars. Ist auf jeden Fall eine nette Ladung, die hier hoffentlich auch weiterhin wöchentlich eintreffen wird. Und Kapitän Schmierhose, wie gesagt, Bro, wir machen das auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal wieder zackig, knackig zurück zum... Alter. Was sind das für Treppen, für Leitern, die hier runtergehen? Da werden wir uns aber gleich nochmal genauer angucken. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen den Krimskrams verstauen. Wo werden wir denn unser Lagerhaus errichten? Wo ist das denn am smartesten? Vielleicht hier direkt bei der Schmiede? Aber dann könnten mir die Sachen so ein bisschen hier reinfallen in die Schmiede. Ich glaube, ich werde sie erstmal rein provisorisch hier oben hinlegen, weil sowieso hier die meisten Sachen rumliegen. Warte mal, ein bisschen zumindest für Ordnung sorgen. Die Sachen brauche ich jetzt ja erstmal nicht. Karotten und so, die werden wir dann zukünftig schön verwursteln. Und auch kurze Info für all die Leute, die vielleicht beim Livestream nicht dabei sein können. Man kann sich den einerseits nachträglich nochmal auf Twitch angucken. Da werde ich einen Link auf jeden Fall in der morgigen Folge unten in die Videobeschreibung tun. Andererseits ist es auch möglich, werde ich auch eine Livestream-Zusammenfassung dann schätzungsweise am Montag oder so reinhauen, dass ihr auf jeden Fall informiert seid, was sich so am Dorf alles verändert hat, sodass da niemand rumquakeln muss. So, warte mal, jetzt müssen wir unbedingt... Ey, ich möchte wissen, was hier abgeht. Wieso ist da... Ist da ein Loch? Wo war das? Hier? Oh ja, hier. Alter Schwede. Wo geht's hier hin? Okay. Okay. Alter, was ist das? What the heck? Wo sind wir? Ordentlich Bedrock. Was bist du? Teleporter. Labor 69. Als ob. Okay, was muss ich jetzt machen? Wow. Alter Schwede. Wo sind wir? Krass. Professor Ente! Oh Gott! Alter! Wo bin ich denn hier gerade reingeplumpst? Hilfe! Das gibt's doch nicht! Was ist das denn? Ich muss hier irgendwie hoch! Kann ich das hier irgendwie... Ich muss ganz kurz mal kaputt machen hier. Das gibt's ja nicht. Wie nervig ist das denn? Warte mal, ich habe auch keine... Doch, da ist eine Spitzhacke. Damit kann ich das da oben auf jeden Fall abbauen. Das gibt es doch nicht. Alter, Professor Ente. Und wie oft ich in den letzten paar Sekunden Alter gesagt habe.
Das ist ja skandalös. Oder komme ich da dann überhaupt hoch? Ich hoffe es einfach mal. Ach komm schon, jetzt lass mich das doch abbauen. Das gibt es doch nicht. Man sackt immer automatisch so nach unten. Weil ich habe doch hier... Habe ich doch Blöcke. Platziere ich den einen halt unter mir. So, schnell nach oben tauchen, damit das hier alles funktioniert. Das gibt es doch nicht. Warte mal, jetzt hier. Zack. Den kann ich doch irgendwie auch hier platzieren. Da bauen wir uns unseren Weg hier ordentlich raus. Das können wir hier auch wunderbar alles abbauen. Wir wollen hier eigentlich natürlich nichts zerstören. Professor Ente, wo sind Sie da? Guten Tag, Sir. Ich hab mir Sie zwar ein bisschen anders vorgestellt. Oh, hallo Paluten. Ich habe dich schon erwartet. Weißt, wer wir sind? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich beobachte dich schon seit dem Start von Varo 1. Aber nicht nur dich, sondern viele weitere YouTuber sind seit dieser Zeit in meinen Fokus gerückt. Und warum? Wie du sicherlich schon weißt, beschäftige ich mich mit dem Klonen, egal ob Tiere, Menschen oder auch Monster. Allerdings gab es bis dato nie Probleme, bis ich versucht habe, den ersten YouTuber zu klonen. Egal was ich probiere, der perfekte Klon ist mir bei einer YouTuber-DNA noch nie gelungen. Lass uns in der Halle der YouTuber weiterreden? Mein eigener Klon erwartet dich schon. Folge einfach den grünen Markierungen. Ja, ist natürlich nicht so einfach, die Leute mit den YouTube-Partnerkräften. Die können natürlich nicht so einfach, geklont werden. Alter Schwede, was ist das hier alles? Okay, wir sollen den grünen Markierungen folgen. Machen wir das doch einfach mal zur Halle der YouTuber. Hallo. Krass. Hey, Gommel. Das hat auf... Ey, guckt euch an, wie viele YouTuber hier sind. Simon, Dena, Peter, Alter, Revi auch. Ich dachte, ich hätte mir getötet. Aber auch genauso wie GLP scheinen die alle nicht wirklich menschlich zu sein. Guck mal da vorne. Kongcrafter, Bergie, Kedos, Delay, Rotpilz, Mr. Moorgame, Kev, Debitor, Toby Nation. Alter, müssen wir aufpassen, ey. Nicht, dass der uns noch einen Handkantenschlag gibt. German Let's Play. Stegi, hi! Na? Was geht ab? Du alter Schlawiner. Itzi, Smurf, der alte Schlawinski. Von dir haben wir noch eine DNA, ne? Das MC Expert. Das ist ja krass. Versteckt sich da hinten noch jemand? Nee. Alter, das ist ja unglaublich. Da hinten geht's auch noch irgendwo rein. Da sind doch bestimmt... Komm in der Halle der YouTuber. Hier siehst du einige unserer Exemplare, die allerdings nicht hundertprozentig funktioniert haben. Wir schaffen es einfach nicht, die Haltbarkeit unserer Klone zu garantieren. Bei jedem Klon scheint nach einer gewissen Zeit das Gehirn einfach abzuschalten. Ja, so wie bei GLP. Der ist ja auch nur noch Matsch. Das Einzige, was übrig bleibt, ist ihre scheinbar leere Hülle. Ja gut, aber eine der Klone hat uns auch angegriffen. Nämlich der verrückte Revi. Also hast du meine mobile Klonmaschine gefunden? Ja, das haben wir. Naja, das kam leider bei uns auch schon vor. Allerdings nur bei Testperson R1, aka Revinside. Wir haben sein Genmaterial genauer untersucht und ein extrem lautes, leicht aggressives Gemüt festgestellt. Ja gut, also das könnte ich vielleicht teilweise bestätigen. Wir sind aber dabei, es weiter zu untersuchen und notfalls ein wenig zu modifizieren. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, das Genmaterial ein bisschen zu verändern. Hast du die Maschine dabei? Es könnte sein, Professor Ente, dass wir die Klonmaschine beim Sägewerk vergessen haben. Nicht weiter tragisch. Ich möchte dir einen Deal vorschlagen. Ich versorge dich von Zeit zu Zeit mit neuen Klonen bzw. neuem Genmaterial und der ein oder anderen coolen Erfindung. Als Gegenleistung hilfst du mir bei meinen Forschungen. Das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Also ein bisschen mehr YouTuber-DNA und ein paar weitere Klone und Erfindungen. Aber Leute, wir sind kein... Professor Ende, ich bin kein Wissenschaftler. Soll ich dir helfen? Für meine Forschung begebe ich mich regelmäßig in andere Dimensionen. Allerdings sind diese Reisen sehr gefährlich. Zu viele meiner eigenen Klone sind bei den Expeditionen ums Leben gekommen. Also benötige ich jemanden, der weiß, wie man kämpft. Du musst lediglich in die verschiedenen Dimensionen reisen und mir gewisse Dinge besorgen. Deal? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen weitere Klone. Auch allein...
dazu, um letztlich dann die Angriffe von König Xaroth abzuwehren. Wunderbar. Als Zeichen meiner Wertschätzung dir gegenüber habe ich ein kleines Geschenk für dich. Begebe dich in den Hauptraum, aus dem du gekommen bist, und suche nach einer heißen Quelle. Die war doch in der Mitte, oder? Also darunter. Dort befindet sich dein erstes Geschenk. Wenn du es gefunden hast, triff mich bei den lilanen Markierungen. Ja, das werden wir machen. Danke, Professor Ente. Also ich hoffe, das Geschenk ist awesome, denn ich mag Geschenke. Ich meine, wer mag sie nicht? Ich glaube, hier gibt es jetzt nicht großartig noch irgendwas, was wir machen können. Rupilz, guten Tag. Hallo, Gommel. Was geht ab, du kleiner Schlawiner? Simon, alles fit bei dir? Kleines Ungeheuer? So, dann gehen wir mal unser Geschenk abholen. Ich muss doch unbedingt mal was essen. Hier, komm. Die letzte Baked Potato. Die sollte uns doch... Oh, Cafeteria. Aber gut. Hier ist jetzt nicht unbedingt irgendjemand. Was ist hier? Die Toilette. Gut, ich muss nicht unbedingt... Ja, hat jemand den Sitz auf jeden Fall? Oh, hier hat jemand... Unglaublich, sonst stinkt es doch hier. Einige meinten auch in den Kommentaren, yo, hier sind doch überall Eisenblöcke, bau die ab. Leute, wir können Professor Ente nicht bestehlen. Der macht uns jetzt so super Geschenke, können wir doch nicht einfach den Kram nehmen. Und hier ist die heiße Quelle, von der Professor Ente geredet hat. Aber die Frage ist, wie kommen wir da jetzt heil runter? Hier, elegant. Warte mal, zack. Oh Gott, ey, jetzt... Nicht sterben. Nicht runterfallen. Zack. Können wir uns hier nochmal. Da ist auch notfalls noch ein bisschen Wasser. 1, 2 und 3. Oh, da ist der Ausgang. Aber ich denke nicht. Vorne ist auch eine Kiste. Okidoki, Petersil. Jetzt nicht verkacken. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh. Elegant. Nur ein bisschen Fallschaden. Hopp. Güsal-Seeds. Den Namen habe ich definitiv schon mal gehört. Woher kommen die mir bekannt vor? Ist das jetzt alles? Wir gehen noch mal ein bisschen auf Entdeckungstour. Zack. Schön hier elegant. Und bloß nicht in die Lava fallen. Ich weiß gar nicht, ob wir direkt schon drauf gehen würden. Die Frage ist, ob wir da wieder runterkommen. Ist denn hier noch irgendwas? Hallo? Zack. Oh, hier ist ein Gang. Hallo? Sind hier Geschenke für mich? Ich hätte gerne Geschenke. Also hier ist nichts. Warte mal, hier runter. Verdammt, ich dachte, hier gibt es tolle Geschenke für mich. Bis dato haben wir nur irgendwelche Güsal-Sachen bekommen. Da hinten. Oh yeah, komm schon. Der Jump'n'Run Barbo. Zack, zack, zack. Oh nein! Oh Gott, ich bin so ein dummes Etwas. Hier. Alter Falter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht verbrennen, nicht verbrennen. Vier Herzen, drei Herzen, dreieinhalb. Nein, ich darf nicht verbrennen. Okay, drei, oh Gott, zweieinhalb. Warte mal, ich muss unbedingt an meinen Backpack. Ich war doch hier nicht noch weiter in der Lava. Ey, wir haben aber richtig lange gebrannt. So, erstmal was essen. Okidoki, no risk, no fun. Setz mein Motto. Chocopedia! Das ist doch... Ey, kennt ihr das noch aus Minecraft Hero? Chocobos! Hier, Chocopedia. Chocobos... Ach, deshalb, Güsal. Denn damit kann man die ja füttern und eben auch, dass sie sozusagen sich fortpflanzen, etc. Weil ich muss nochmal was essen, sonst regen wir nicht. Komm schon, Snagget. Toll, aber ich habe kein Chocobo. Wie komme ich denn jetzt mal hier? Schaffe ich den Sprung ja, oder? Hopp! Elegant. Sauber. Komme ich denn jetzt hier überhaupt wieder raus? Ich kann doch einfach an dem Wasser wieder hochschwimmen. Oder sind hier noch Kisten? Nee, es sieht nicht unbedingt so aus. Oder von da aus? Die Kiste haben wir schon gelootet. Da ist der Ausgang. Aber da vorne ist ja auch noch ein Weg rüber. Dann schwimme ich einfach von da aus. Okay, zack. Schön wieder zurück. Oder ich gehe einfach da vorne das Wasser hoch, weil da komme ich ja nicht mal längs. Ist ja... Nee, da ist ein bisschen mit Lava geflutet.
Hier schön hoch. Komm schon. Ab nach oben. Ach, Wasser. Hallo? Zack. Nice. 2 Yellow Chocobos. Nice one. Oh yeah. Wir werden noch zum Chocobo-Züchter hier. So muss das laufen. Schön so ein paar Chocobos. Und hier haben wir auch dann auf jeden Fall die ganzen Infos. Weil ich muss sagen, ich war ja selber nicht bei Hero dabei. Und weiß gar nicht, wie das alles hundertprozentig funktioniert. Obsidian Storage. Okay. Moment mal, der geht aber immer wieder... Ach, da ist noch ein Knopf. Ich wollte schon gerade sagen, nicht, dass ich hier gefangen bin. Hallo? Ja gut, das ist ein... Hier wird halt das Obsidian gelagert und dann ist in der Kiste halt auch noch ein bisschen Obsidian. Toll, ich dachte, da wären noch mehr Chocobos. Hier, die Kiste haben wir gelootet. Also sieht nicht so aus, als wäre jetzt hier noch irgendwas anderes an Kisten oder so. Dann lass uns mal irgendwie... Kann ich hier hochschwimmen? Ja, dann komme ich nicht komplett raus. Warte mal, ich glaube, wir müssen nochmal runter und dann bei dem Grünen irgendwie hoch. Okay, 1, 2, 3. Jetzt bloß nicht sterben, ey. Dann sind all meine Sachen weg. Dann ist Pidizzle nur noch Chocobo Meat oder so. Dann war's. Also alles knusprig gebraten. Wie so ein halbes Hähnchen. Wie ein kleiner General Dieter. Hallo? Dankeschön. Okay, Ausgang. Hier noch irgendwas. Toll. Also ich meine, 2 Chocobos würden ja reichen. Hier sieht es aber ein bisschen dröge aus. Ist da noch irgendwas? Na toll. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Ich möchte mich nicht beschweren. 2 Chocobos sind cool. Aber ich hätte ganz gerne... Warte mal. Ist hier vorne noch irgendwo was anderes gewesen? Da sind wir ja längst gegangen, oder? Oder gibt es hier... Warte mal, ich guck mal ganz kurz hier oben hoch. Oder gibt es mehr Gänge hier? Warte mal. Ne, hier. Den Gang hatten wir noch gar nicht. Dann machen wir mal einen kleinen Step nochmal runter. Ich dachte, das wäre zugeschüttet gewesen. So, komm schon ab nach oben. Weil ich möchte natürlich, das sind schöne Geschenke. Die wollen wir natürlich alle mitnehmen. Zack. Hier noch irgendwas. Jawoll, 2 weitere Yellow. Da haben wir 4 Stück. Da können wir auf jeden Fall ordentlich was draus machen. Denn man kann die ja irgendwie kreuzen und dann kommen da coolere bei raus. Also das sind auf jeden Fall... Danke, Professor Ente. Das ist auf jeden Fall eine smarte Number von dir. Finde ich gut. Also, ganz ehrlich. Wie komme ich jetzt? Ja, dann müssen wir hier wieder runter. Zack. Nicht. Oh nein, nicht wieder brennen. Oh, ich habe mich... Einfach nur da dran, ey. So, bei dem Grünen ist der Ausgang. Ab nach oben. Ja, komm. Wir wollen jetzt mal gucken, was Professor Ente, weil er meinte ja, wir sollen uns bei den lilanen Markierungen, wollten wir uns treffen. So, jetzt nochmal hier Augen auf. Weil ich meine, 4 Chocobos sind nice. 6 Chocobos für unsere Leute wären natürlich noch wesentlich besser. Hier noch. Nee. Also ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Hier unten ist auch nichts. Lass uns mal hier nach oben steppen. Verdammt. Okay, hopp. Okay, wo sind... Ist es die... Ja, wir sind wieder bei der, bei der Halle der YouTuber. Hey Leute, was geht ab? Ich muss allerdings weiter. Wir sehen uns später. Hallo Mr. Moorgame. Hallo Kev. So, jetzt aber ab hier. Cafeteria, obwohl ich hätte ja noch ein bisschen Hunger. Ey, haben wir eigentlich noch irgendwas im Backpack an Essen? Ja, die Potatoes, aber die möchte ich anbauen. Da hatten wir auch beim letzten Mal eine ordentliche Lieferung bekommen und müssen uns auch noch um die Piraten kümmern. So, hier sind die Lilanen. Ich würde natürlich auch gerne wissen, was hier bei dem Roten ist. Da sind auch irgendwelche Wege. Steht da hinten? Ich kann das nicht mal wirklich lesen. Nur gut, wir wollen jetzt aber lieber zu Professor Ente. Ist das lila? Bestimmt, oder? Gibt es hier noch irgendwelche Sachen? Ah,
Ach, jetzt sind wir hier bei der Cafeteria. Okay, hier bin ich aber nicht hin. Zack, wieder zurück. Hm. Was ist das? Ich glaube nichts. Nichts sonderlich Wichtiges. Hier noch irgendwas. Hallo? Ach, da sind wir einfach wieder bei dem anderen Weg, der hier eben auch schon offen war. Professor Ente? Hm? Gibt's eine kleine Dusche von oben? Was ist denn das hier alles?